Paul ist 4 Jahre alt, geht in die Bärengruppe und sein Lieblingsessen? Kaiserschmarrn. Nur von welchem Caterer? Darüber gibt es in Mühldorf am Inn gerade Streit. Bei der Neuausschreibung für das Essen in den städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten haben sich 2 Anbieter beworben. Einer aus Mühldorf und einer aus Österreich. Für Pauls Mama ist klar, wo der Kaiserschmarrn für ihren Kleinen künftig herkommen soll. Mir wäre der Caterer aus der Region lieber, weil es frisch zubereitetes Essen wäre, weil man hier die Wirtschaft und die Landwirtschaft unterstützen würde und weil man eben dann auch regionalere Produkte hat. Essen aus der Region für die Region, das fördert die regionale Wirtschaft und dürfte deshalb doch auch im Interesse der Mühldorfer Bürgermeisterin sein. Ich bedauere, dass wir sie nicht nehmen können, weil wir eben, wenn ich schon gleiche Qualität habe, andere Kriterien auch noch setzen muss. Und da haben sie dann einfach ein bisschen andere Bedingungen und so können wir ihnen den Zuschlag meines Erachtens in dem Fall nicht geben. Das Problem für die Stadt, das Essen aus Österreich ist im Monat 12 Euro günstiger. Dafür ist es Tiefkühlkost mit einem Anteil von 60% Bio. Der regionale Anbieter würde jeden Tag frisch und 100% Bio liefern. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Stadträtin Judith Straube für den regionalen Anbieter ist. Ich kann es nicht vertreten, dass wir das Essen aus Österreich liefern lassen und solche langen Transportwege haben, wenn wir die Möglichkeit haben, dass das Essen in Mühldorf gekocht wird und wir diesen regionalen Betrieb auch unterstützen können. Denn der österreichische Anbieter sitzt in Graz. Von dort aus würde Pauls Kaiserschmarrn nach Garching und dann weiter nach Mühldorf transportiert werden. Knapp 500 Kilometer hätte das Essen dann hinter sich. Zum Vergleich, die Fahrt vom städtischen Kindergarten zum regionalen Catering-Service dauert mit dem Auto gerade mal gut 5 Minuten. Pauls Kaiserschmarrn könnte in Zukunft also auch von hier kommen. Das Unternehmen ist auf Feinkost spezialisiert, macht eigentlich kein Catering für öffentliche Einrichtungen. Für die Kindergärten würden sie aber eine Ausnahme machen. Und dafür gibt es einen Grund. Unsere Mitarbeiter haben auch Kinder in den Kitas, die wollen auch Bio essen in der Mittagszeit. Und wir wollen das wirklich, es ist ein Anspruch für uns, das hier auch zu machen. Und es ist uns eine Herzensangelegenheit. Ob der Kaiserschmarrn dann tatsächlich hier aus diesem Ofen kommt oder doch aus Österreich, das entscheidet heute der Stadtrat.